Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Jayadev. Und mein Name ist Bhakti Lata. Und gemeinsam lesen wir aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, übersetzt und kommentiert von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Den Vers, den wir heute gemeinsam lesen, findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Und bevor wir uns komplett darauf einlassen, sprechen wir noch gemeinsam einen vedischen Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem zweiten Kapitel, Vers 8. Ich kann kein Mittel finden, diesen Kummer zu vertreiben, der meine Sinne austrocknet. Ich könnte nicht einmal davon frei werden, wenn ich ein blühendes und unangefochtenes Königreich auf der Erde gewänne und die Macht der Halbgötter im Himmel besäße. Arjuna ist hier jetzt an einem Tiefpunkt angelangt. Auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra stehend, zwischen beiden Parteien, zwischen der Partei, die ihn unterstützt, und der gegnerischen Partei, auf der er oder in der er seine Vorväter und Lehrer entdeckt hat, die zum Kampf gegen ihn angetreten sind. Und er beschreibt hier einen Moment tiefer Verzweiflung. Er spricht davon, dass seine Sinne ausgetrocknet sind, was gleichbedeutend ist mit, die funktionieren nicht mehr. Ja, er kann nicht mehr die Fassung bewahren. Vielleicht können wir uns das vorstellen. In manch einer Erkrankung sind die Sinne beeinträchtigt. Ja, wir können nicht richtig schmecken, nicht richtig riechen, aber vielleicht auch nicht richtig sehen, hören, fühlen. Ja, das Entleerungsorgan gehört auch zu den Sinnen. Wenn die alle nicht mehr funktionieren, dann ist das eine schwere Störung im Körper. Man kann im Grunde nicht mehr seine Aufgaben erfüllen. An dem Punkt kommt jetzt Arjuna und er sagt, selbst wenn er ein unangefochtenes Königreich oder Macht der Halbgötter im Himmel besäße, selbst das könnte ihn nicht motivieren, um weiterzumachen. Er war fertig mit der Situation und beschreibt damit eine Situation tiefer Verzweiflung. Also, ja, Verzweiflung. Arjuna ist überwältigt. Und obwohl wir nicht in einer, nicht als Krieger aufgewachsen sind und uns einer solch großen Herausforderung wie Arjuna gegenüberstand, konfrontiert waren in unserem Leben oder sind, glücklicherweise. Aber trotzdem kennen wir eigentlich alle Momente der Überwältigung, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und das ist im Grunde natürlich für diese Welt, dass sie überwältigend ist. Die Gesetze der Natur, die Gesetze des Karmas, das sind göttliche Gesetze, die völlig außerhalb unseres unseres Zugangsbereiches sind. Natürlich beeinflussen wir die Gesetze durch unser Handeln. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sagt man ja auch. Aber wenn dann die Reaktionen auf unser vorangegangenes Handeln da Früchte tragen, dann sind auch wir teilweise überwältigt. Wir sind überwältigt von Erkrankungen oder von zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, wo wir das Gefühl haben, wir verlieren jeden Halt. Und trotzdem neigen wir dazu, weiterhin nach Glück zu streben. Ja, das ist in unserer Natur. Wir denken, okay, wenn wir weiter nach Glück streben, dann wird das schon alles gut. Was auch immer da kommen mag. Und Arjuna gibt hier sein Beispiel, indem er sagt, egal was ich gewinne, egal. Und bei Arjuna geht es um
um Macht der Halbgötter tatsächlich. Er ist der Sohn des Himmelsgottes Indra und er hat göttliche Kräfte auf jeden Fall. Aber er sagt, selbst das kann jetzt meine Haltung nicht verändern. Und ich denke, das ist wichtig, da auch Arjunas Beispiel ernst zu nehmen, dass auch wir uns bewusst werden, selbst alles Glück im Himmel oder auf der Erde kann kann uns nicht wirkliche Sicherheit und wirklichen inneren Frieden geben. Dazu ist eine spirituelle Verbindung notwendig. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen. Ja, genau. Srila Prabhupada beschreibt in der Erläuterung eben, dass es an genau solcher Stelle die Verbindung zu einem spirituellen Meister braucht. Und die Qualifikation eines spirituellen Meisters, wie sie im Chaitanya Charitamrita beschrieben ist. Und da steht eben, dass es braucht keine weltliche Qualifikation wie einen hohen akademischen Stand. Sobald jemand die Wissenschaft von Krishna weiß, also Krishna-Bewusstsein zu 100%, dann kann diese Person ein spiritueller Meister sein. Und für manche von uns mag das schwierig sein, in Verbindung mit einem spirituellen Meister zu treten, weil wir vielleicht einfach noch keine Verbindung haben. Oder vielleicht auch der spirituelle Meister gerade auf einem anderen Kontinent ist oder so etwas. Und da hilft es immer sehr, in Gemeinschaft mit anderen Geweihten zu sein, mit anderen Menschen auf dem Pfad des Bhakti-Yoga, die das vielleicht auch schon länger praktizieren, viele Jahre oder viele Jahrzehnte, und dann diese Menschen zu fragen. Diesen Menschen, sich jemanden zu suchen, dem man vertraut, und mit diesen Menschen das Problem zu teilen, was wir gerade empfinden. Genau. Und der, was du gesagt hattest, die Qualifizierung ist, dass der wahre spirituelle Meister mit dem Wissen um Krishna vertraut ist. Das bedeutet, dass er die höchste absolute Wahrheit in ihren drei Aspekten kennt. Das wird in der Bhagavad Gita ausführlich beschrieben werden. Da lesen wir noch mehr drüber. Also Brahman, eine alldurchdringende höchste Energie, Paramatma, ein göttlicher Aspekt in jedem von uns, in jedem Lebewesen. Und Bhagavan, eine höchste Persönlichkeit. Und die wir hier in der Bhagavad Gita als Krishna erfahren. Ja, um die geht es. Und wenn jemand diese spirituellen Wahrheiten erkannt hat, dann ist er qualifiziert, Spiritualität zu vermitteln. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren und auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Nachricht angezeigt, sobald unser Video hochgeladen wurde. Bis sehr bald. Hare Krishna. Haribol.